Hi, hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 der vorproduzierten Videos. Gut, ich bin dieses Mal gut vorbereitet, falls ich wieder eine Elefantentrötnase habe. Oh, wartet mal. Ah, wartet mal so. Habe ich diesmal Tempos. Sehr schlecht verdeckt. Und gut. Ja, ich denke, ich möchte heute mit euch über ein ganz bestimmtes Thema labern und da gibt es auch eine Geschichte dazu. Und ich habe da jetzt mir so ein bisschen Gedanken gerade die letzten Tage gemacht. Und ja, also, was ihr nicht vergessen dürft, dieses Video wurde direkt im Anschluss an mein letztes Video produziert. Und ich, ich möchte euch jetzt auf jeden Fall erzählen Folgendes. Vor kurzem habe ich diesen total tollen Film gesehen. Und ja, eigentlich war es eine DVD und da war dieser Schauspieler, den fand ich wirklich toll, so vom, also so, wie er so sich dargestellt hat. Und ich wollte ihn einfach noch in anderen Filmen sehen, ob der da auch immer so gute Leistungen abliefert. Ich wollte einfach mehr wissen über diesen Schauspieler. Dann bin ich auf jeden Fall ins Internet gegangen und habe seinen Namen gesucht und habe dann auch geguckt, ob ich da Informationen zu dem finde. Und dann fand ich da tatsächlich keine einzige, außer seinem Namen und dass er im Schauspieler ist und fertig. Das war's dann. Und dann bin ich so hingegangen und habe mir so gedacht, boah, das ist echt schräg, heutzutage nichts im Internet über sich zu stehen zu haben. Und dann, nach so ein paar Stunden, bin ich dann da gesessen und habe mir so überlegt, ja, ist eigentlich schon schräg, dass ich davon ausgehe, dass es über jeden alles zu wissen sofort geben muss. Dass es am besten, dass wenn ich eingebe den Namen, dass mir dann gleich tausende Vorschläge von, was dieser Mensch gemacht hat, was der bisher so macht, was der so, wo er überall dabei war und so weiter aufploppt. Oder auch nur, also, und das nicht nur so von Leuten, die im Fernsehen sind, sondern dass man heutzutage davon ausgeht, dass wenn man jemanden trifft irgendwo, ich meine, das ist ja auch schon so, dass man wirklich jemanden trifft und dann geht man ins Internet und sucht nach dem. Und ich finde es eigentlich interessant, dass man das heutzutage als selbstverständlich nimmt, wo ich mir dann wieder so denke, ja, wir werden immer gläserner, immer durchsichtiger. Irgendwann gibt es dann so den Moment, wo man wirklich nur noch mit dem Handy ein Foto von jemandem machen muss und dann schon tausend Infos über dich aufploppen und jeder alles über dich weiß. Und irgendwie fand ich dann diesen Gedanken im ersten Moment so beängstigend. Ich fand es wirklich dann beunruhigend, dass wir heutzutage so wenig auf unsere Daten aufpassen. Zum einen, aber auch zum anderen so wenig auf unsere Identität. Ich meine, jeder schreibt alles über sich auf Twitter. Und jetzt mal ganz ehrlich, viele Leute schreiben ihren echten Namen rein, machen dann aber keine Fotos von sich rein. Oder andere machen Fotos von sich rein, schreiben aber dann den Namen nicht dazu. Und dann denken viele, das reicht schon aus, um sich zu schützen. Aber das tut's nicht. Und früher war es ja wirklich so, dass es Zeiten gab, da hatten viele Leute richtig Angst davor, dass ihre Identitäten gestohlen werden. Und da gab es wirklich so Vorsichtsmaßnahmen, wo man heutzutage so da sitzt und schmunzeln muss, nach dem Motto, Gott, dass man das damals so gemacht hat, ist ja albern, weil, heutzutage braucht man im Internet nur noch 3-4 Klicks und tada. Oder auch sowas wie zum Beispiel eine E-Mail-Adresse. Das ist mir jetzt, da ich jetzt nach wirklich gefühlt 1000 Jahren endlich mal eine E-Mail-Adresse auf Elena erstellt habe, habe ich meinen Namen eingegeben, habe die E-Mail-Adresse gewählt und habe mir dann gedacht, aber im Prinzip hätte ich mich gar nicht so nennen müssen, wie ich heiße, sondern ich hätte auch einfach sowas schreiben können wie, ja, Klaus, jetzt heißt den Nachrichtensprecher klauskleber.de. Und dann, ja, dann hätte ich eine E-Mail auf Klaus Kleber gehabt und die hätte ich dann zum Beispiel wieder irgendwo unter irgendwelches Zeug posten können und hätte damit weiß Gott was anstellen können. Also ich bin jemand, der sowas macht, weil ich finde, dass die Identität und der Name eines Menschen etwas sehr Wertvolles ist, weil wir alle sind einzigartig und auch wenn es irgendwo da draußen bestimmt nochmal eine Elena gibt, es gibt bestimmt tausend Elenas, aber ich finde einfach, ja, trotzdem, dass ich meinen Namen in meiner Namenskombination gern für mich behalten würde. Und ja, das ist und das, was du nicht willst, was man dir tue, das füge auch keinem anderen zu. Das hat mir meine Mutter immer erklärt und ja, es hat gefruchtet. Ja, aber ich finde es einfach so interessant. Ich hätte da jetzt, weiß Gott, welchen Namen eingeben können und hätte dann. Und die E-Mail-Programme oder irgendjemand, die verlangen ja nicht mal mehr eine Identifizierung. Ich meine, du kannst inzwischen wirklich jeden Namen überall angeben und niemand verlangt mehr irgendwie sowas wie
der Authentizität. Ja, also irgendein Personalausweis oder irgendwas, was dich das zeigt, dass du bist. Ich meine, das ist jetzt nicht nur so, dass es so ist mit E-Mail-Adressen. Das ist ja auch so, wenn du dich zum Beispiel auf Twitter, Facebook, Instagram oder irgendwo anders anmeldest. Du kannst überall reinschreiben, welchen Namen auch immer dir nach ist. Und dann zum Beispiel ist dir danach einfach nur eine E-Mail-Adresse. Dann erstellst du ihm E-Mail-Adresse mit den Gruppen, einfach nur mit Buchstabenfolge. Dann kannst du auf einer Internetseite dich als weiß Gott wer anmelden und niemand überprüft, wer du bist. Und das finde ich einfach inzwischen so interessant, aber auch irgendwie tragisch, dass wir inzwischen an einem Punkt angekommen sind, wo nicht mehr nur wir unsere Identität nicht schützen, sondern wo auch kaum noch jemand anders uns dabei hilft oder uns dazu zwingt, unsere Identitäten zu schützen. Wir sind wirklich an einem Punkt angekommen, wo der Identitätsschutz bei null angekommen ist. Ich meine, früher, da gab es das Internet nicht oder da gab es nur ganz wenige Leute, die überhaupt ins Internet konnten oder nach Computer noch eine Größe von ganzen Räumen, also von ganzen Lagerhallen, also wirklich, und die Computer hatten dann eine Leistung von einem MBE, also das ist wirklich, man darf es nicht vergessen, es gibt auch noch Zeiten, da war alles wirklich ganz anders. Und ja, trotzdem, ich glaube, damals war es für die Leute einfacher, an sich ihre Identität zu schützen oder auch sich selbst. Ich meine, es ist ja auch so, dass egal was du machst im Internet, es bleibt im Internet für immer und ewig. Es bleibt da für immer und ewig. Also an diesem Punkt fällt mir jetzt zum Beispiel ein Beispiel ein von einem kleinen Jungen, der im Internet unterwegs war und der dann nicht mehr dort sein wollte und oder auch nicht mehr sein konnte. Ich weiß es jetzt nicht, wie die Geschichte ist. Auf jeden Fall erinnere ich mich jetzt nur noch daran, dass dann trotzdem tausende Fotos von ihm aufgetaucht sind, tausende Bilder, die er eigentlich alles schon gelöscht hat. Und das war eine Geschichte, die hat man mir damals in der Schulzeit erzählt zum Thema Identitätsschutz. Und ich habe damals nur so gedacht, ach, erzählt halt. Weil ich damals noch nicht so viel mit Computern zu tun hatte, aber im Nachhinein betrachtet finde ich die Geschichte eigentlich sehr lehrreich. Weil der hat dann irgendwann, war es dann soweit, dass er all die Fotos, die er gelöscht hat, sind auf irgendeinem anderen Weg wieder aufgetaucht. Und so ist er nie aus dem Internet rausgekommen. Und selbst wenn er noch 20, 30 Jahre später irgendwo gesucht wurde im Internet, ploppen die alten Sachen wieder auf. Und das ist eben die Sache, was wir im Internet so verzapfen, ist wirklich so, dass es irgendwann irgendwie wieder ans Licht kommt. Und ja, das ist einfach so, es ist nicht so, dass das Internet was vergisst. Es ist wirklich nicht so. Das Internet behält alles drin. Und alles, was wir heutzutage eingeben, alles, was wir heutzutage machen, ist auch noch in 10 Jahren da und auch noch in 30 Jahren und selbst dann, wenn wir tot sind, ist das noch da. Und das ist eben diese Sache, wo ich mich dann frage, ob uns das überhaupt noch bewusst ist. Ich meine, ich zum Beispiel, ich habe vor ein paar Tagen aus Trotz mir eine eigene Telekom-Cloud zugelegt und ja. Deswegen habe ich dann auch die neue E-Mail-Adresse mir zugelegt und ja, gut. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich dann in dem Moment überlegt habe, ja, was will ich eigentlich mit der Cloud? Was soll ich jetzt damit machen? Das ist eigentlich an sich eine sinnlose Aktion gewesen. Aber das Doofe ist halt, ja, egal was ich jetzt da drin speichere in der Cloud, irgendwie hat mir dann mein Gefühl vermittelt, in gewisser Form bleibt das auch für immer und ewig im Internet. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Datei speichere, in der ich mein Tagebuch schreibe. Ich bin Tagebuchschreiber, ich gebe es zu. Auf jeden Fall, wenn ich die da drin speichere, dann ist mein Tagebuch natürlich auf eine andere Art gesichert, als wenn ich es nur auf dem Computer habe. Aber ja, wenn dieses Tagebuch auch noch in 10 Jahren gespeichert ist? Was wenn? Das sind einfach so Fragen, die ich mir in letzter Zeit öfters mal gestellt habe, wo mir dann wirklich durch den Kopf gegangen sind und ich mir dann das erste Mal so richtig darüber Gedanken gemacht habe, was bedeutet eigentlich der technische, entschuldige, ich habe heute irgendwie ein Problem, der technische Fortschritt für die Individualität des Menschen. Sind wir noch so individuell, wie wir denken, oder sind wir inzwischen so gläsern geworden, dass jeder wir sein könnten? Boah.
Das ist eine tiefschürfende Frage. Es tut mir leid, könnte aber auch voll der Schwachsinn sein. Es hat immer so mit tiefschürfenden Fragen. Entweder sie sind voll tiefschürfend oder sie sind voll der Quatsch. Ja, ich würde mich da wirklich mal wirklich mega interessieren, was ihr dazu sagt. Schreibt es mir unbedingt gerne in die Kommentare. Ihr könnt jetzt aber auch euch darauf freuen, dass ich endlich die Auflösung für unser Querdenker-Quiz bringe. Also, wie jedes Mal, jetzt nochmal die Querdenker-Frage. Viele Worte der deutschen Sprache haben mehrere Bedeutungen. Und wenn mir einfällt zu dem Thema, werde ich euch auch irgendwann mal ein Video machen. Diese Doppelsinnigkeit ergeben geschickt kombiniert überraschende Einsichten. Was zum Beispiel gesellige Hülsenfrüchte, natürlich Kontaktlinsen. Ja, und was versteckt sich hinter folgenden Umschreibungen mit doppeltem Boden? Dunkles Geld, reflektierende, hochprozentiges, Mobilfunkkopfbedeckung und lautlose Flüssigkeit. Also, und hier kommt jetzt die Frage. Und hier kommt jetzt die Antwort. Die Antwort ist: und? Hast du die richtigen Begriffe quergeschrieben? Entschuldigt, also das ist ein erfundenes Wort. Ich wette, das gibt's nicht. Naja, das wird mir irgendeiner beweisen, es gibt's. Aber egal. Also, A ist Braunkohle. B ist Alkoholspiegel. C ist Handicap. Und D, stilles Wasser. Ja, ich bin mal gespannt, ob irgendeiner drauf gekommen ist. Ich werde euch jetzt aber die Antwort wie immer auch noch zeigen. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass mein Video euch gefallen hat. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr mögt, oder auf Twitter oder Facebook. Oder eine E-Mail an die bell.riedmer@outlook.com. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit noch. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin einen guten Tag und eine gute Woche noch. Ciao!